Wie oft kommunizieren Renningenieure mit den Fahrern im Durchschnitt pro Runde? Total schwierige Ecke hier. Ein kleiner Fehler und du hast total Schaden. So viel Gehkräfte, die dich hier reindrücken ins Auto. Seid ihr bereit? Willkommen zum Video. Heute nehme ich euch auf einer der spektakulärsten Top 3 Strecken in der Formel 1. Es ist Spa, es ist Belgien. Die legendäre Schumacher Strecke auch, wo er die ganzen Erfolge gefeiert hat. Ich freue mich mega drauf und weil es in Spa immer so hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass es regnen wird, möchte ich euch heute mal ausnahmsweise mal zeigen, wie man die Strecke im Regen meistert, mit jedem Geheimnis, jedem Detail. Ich war selber im Regen auf der Pole Position 2014, 15, weiß nicht genau. Also ich weiß genau, wo die Tricks sind. Die möchte ich euch jetzt zeigen. Und ihr dürft auch nicht vergessen, dass Spa ist eine niedrige Downforce-Strecke. Das heißt, man macht die Flügel am Auto ganz flach, weil die Geraden sind so lang, dass man ganz schnell auf den Geraden sein muss für die optimale Rundenzeit. Und das, obwohl man die ganzen schnellen Kurven hat. Aber da muss man den Flügel halt flach machen und somit in den schnellen Kurven und auch im Regen viel weniger Grip als normal. Also viel mehr Übersteuern, Bewegung am Auto, alles ist viel mehr am Limit. Und das macht das alles noch schwieriger, also voll crazy im Regen. Es geht los. Hoppala, fast gedreht. So. Es fängt an, erstmal ganz weit hier nach außen, um den Start der Runde zu machen. Und dann schneiden wir nach innen. Auf dem Gummi, ihr seht den Gummi da von dem ganzen Trockenfahren, auf dem Gummi ist immer am wenigsten Grip. Weil Gummi plus nass, da ist, wow, das ist wie auf Eis. Und deswegen weg vom Gummi, viel mehr Grip im Regen. Und deswegen oft muss man versuchen, immer die Linie weg vom Gummi zu fahren. Also dritter Gang, damit man hier weniger hochschalten muss. Weil jedes Hochschalten im Regen ist auch eine unnötige Disturbance. Störung! Jedes Hochschalten ist eine unnötige Störung im Regen. Also auch jedes Hochschalten so viel wie möglich vermeiden. Daher immer einen Gang schon höher ziehen, bevor man auf Gas geht. So, bremsen. Immer bremsen, anfangen, weg von dem Gummi wieder, weil da ist mehr Grip. Und am Ende zieht man dann wieder rüber, damit man die Kurve öffnet und einen größeren Radius hat, damit man schneller durch die Kurve kommt. So, wieder hier. Jetzt ein bisschen außen bleiben, mehr Grip hier außen. Dann aber nach innen schneiden, mitten in der Kurve. Höherer Gang, dritter Gang, nicht vergessen. Und dann jetzt voll auf den Pinsel. Aber erstmal versuchen, gerade das Lenkrad. Wie immer, gerade, dann ist mehr Potenzial in der Longitudinalen, um wirklich die Power runter zu tun. Und wegbleiben vom Gummi. Also so eine Autolänge nach innen, damit man vom Gummi weg ist. Und da hat man einfach viel mehr Grip. So, dritter Gang, vierter Gang. Jetzt natürlich auch gucken, wo die Flüsse sind hier auf der Geraden. Man muss die Flüsse vermeiden. Hier sind oft so Riesenflüsse, gerade unten in der Senke. Großes Risiko, weil da ist immer ein Fluss. Und da muss man halt ein bisschen beten, dass es da nicht das Aquaplaning kommt, das Auto wegwirft. Aber da muss man lernen, umzugehen. Und wichtig bei Flüssen, ein bisschen vom Gas gehen. Wenn man vom Gas geht, ist okay. Wenn man auf dem Pinsel ist, ist das Risiko doppelt so hoch, dass man einfach so einen Snap bekommt und zack, weg in der Barriere, Totalschaden. Mit 300. So, wir sind jetzt hier 300, wir sind hier im achten Gang. Innen über den Curb, obwohl auf dem Curb und auf der weißen Linie ist immer am wenigsten Grip, also da immer vorsichtig. Aber hier, weil es die Kurve so sehr öffnet und dir den Radius so viel größer macht, musst du hier voll rüberschneiden, aber komplett kurz vom Gas gehen, weil mit Gas, wie gesagt, wie eben bei der Pfütze, mit Gas hast du halt ein viel höheres Risiko, dass es hinten dann wupp und dann weg bist du. Also vom Gas gehen kurz hier über den Curb, voll drüber schneiden, du springst quasi da drüber, also musst du echt vorsichtig sein, ne? Gerade mit dem Lenkrad, sonst haut es dich echt weg. So, dann hier rein. Total schwierige Ecke hier, weil nicht vergessen, du hast Low Downforce, es ist super schnell hier, ein kleiner Fehler und du hast total Schaden, alle vier Räder sind weg und du hast richtig Kopfschmerzen, ist mir auch schon passiert. So, bisschen einreifen wieder weg von dem ganzen Gummi, weil da ist mehr Grip und jetzt, wo ist die Ecke? Man sieht gar nichts, ja, also man fährt einfach nach Erinnerung, man muss mehr oder weniger raten, wo wird der Curb sein gleich und hier jetzt schon wieder Vollgas geben und nach Erinnerung fahren und ich sage, okay, ich denke, hier wird es sein. Geradeaus, oh, das war natürlich perfekt erwischt. Ne? So, und dann den Curb innen, obwohl er im Trocknen, musst du da voll drüber fliegen, um den Weg kürzer zu machen. Aber im Regen kannst du das nicht erlauben, weil es ein Riesenhubbel ist, plus viel bemalt, also wenig Grip. Da haut es dich sowas von raus. Also das kannst du nicht erlauben. Also musst du vermeiden, auch die weiße Linie vermeiden. So, und hier dann wieder so schnell wie möglich aufs Gas gehen. Immer noch großes Risiko hier, weil du lenkst ja noch. Ne? Und wenn du da bisschen übersteuern oder so, es ist so schwierig das Limit zu fühlen. So, jetzt hier hochschalten, achter Gang. Die Strecke ist so ein bisschen gewinkelt hier, also man sieht, wie das Wasser innen ist, auch in echt ist es dann meistens innen, also schön links bleiben. Ist auch schneller, wenn man nicht so viel Wasser hat, kommt man schneller auf der Geraden und ist mal schneller unterwegs. So, jetzt hier Bremsbalance ein bisschen nach hinten, weil es eine lange Bremsweg ist, wo du auch längst am Ende Bremsbalance einklicken nach hinten jetzt hier. 52, immer weiter nach hinten als im Trocknen, weil du viel weniger Brems
Kraft hast, viel weniger Grip im Regen, deswegen auch die viel weniger Druck auf den Vorderreifen, weil du weniger stark bremst und deswegen weniger Potenzial auf den Vorderreifen, also Bremsbalance ein bisschen mehr nach hinten im Regen, das ist immer der Fall. So, jetzt hier runterschalten, vierter Gang, jetzt wieder am Ende raus, bisschen Grip suchen hier beim Gummi weg, reinschneiden, weil es eine kurze Kurve ist und hier wieder Grip suchen und dann wieder, jetzt kannst du ein bisschen außen bleiben, dann reinschneiden irgendwann so und die nächste ist jetzt die wichtigste, wieder zwei Reifen hier außen und den Speed durchnehmen, aber den Curb außen vermeiden. Wenn du die weißere Linie hier triffst, Alonso hat es gemacht, zack war er weg, Totalschaden in der Barriere, ganz schön viel Risk für Totalschaden, wie ihr seht auf so einer Regenrunde, also das vermeiden hier. Das Bemalte, sonst hat man keine Chance. So, hier geht es jetzt bergab. Bergab super schwer zu bremsen. Es ist schwieriger, bergab natürlich zu bremsen, irgendwas zu entschleunigen, immer schwieriger so. Aber man muss jetzt außen bleiben. Und hier kann man richtig tief rein. Ne? Tief rein, danke für die Auslaufzone jetzt, für den Asphalt, weil man kann ein bisschen mehr Risiko jetzt nehmen. Früher war da nur Sand. Und du wirst hier sehen, die Ideallinie ist hier ganz tief bremsen und man fährt im Regen bis fast draußen. Das ist die Ideallinie, weil man dann wieder reinschneidet und hier ist am meisten Grip in der Kurve außen. Und früher war dann 50 cm weiter war Sand. Wenn man den Sand erwischt hat, war man in dem Reifenstapel drin, weil dann konnte man nie wieder lenken und man fährt gerade raus und K.O. Und deswegen, das ist so schwierig, da das Limit zu finden, weil Bremsen und dann noch in die Kurve rein das Speed nehmen und du hast nur 50 cm Spielraum. Wenn du ein bisschen zu schnell reinkommst, bist du raus gewesen. Das war mega schwierig. Jetzt ein bisschen einfacher, weil du hast den Asphalt da draußen, also kannst ein bisschen mehr Risiko nehmen, weil auch wenn du rausgehst, kein Problem. So, dann wieder reinschneiden und jetzt wieder, mein dritter Gang, früh hochschalten, den vierten Gang, damit man beim Gasgeben dann wieder diesen Abschiff vermeidet und das Auto stabiler ist. So, jetzt hier ganz, ganz schwierige Kurve. Man hat immer ein bisschen übersteuern, Eingang, dann untersteuern. Mega schwierige Kurve. Man muss aber den Speed durchnehmen. Wieder ein Reifen weg vom Gummi. Dann Vollgas, Curb vermeiden, niemals berühren. Sonst ist man in der Barriere innen direkt garantiert. So, jetzt einer der schnellsten Passagen. Achter Gang, sechster Gang wahrscheinlich runterbremsen. So, jetzt wieder hier zwei Reifen wieder weg vom Gummi, aber so eng bleiben wie möglich. Hier, wenn du hier die weiße Linie berührst, garantiert, dass du weg bist und Auto Totalschaden. Also wieder weiße Linie vermeiden. Und jetzt diese Kurve ist sau schwierig. Mann, ist sie schwierig, weil die Kurve ist Vollgas eigentlich theoretisch, aber im Regen ist es so schwierig zu fühlen, wo das Limit vom Auto ist. Und du hast hier auch oft mitten in der Kurve so Flüsse. Und Fluss, wenn du den berührst, ist es unmöglich. Du weißt einfach nicht. So, haut sich jetzt weg mit Aquaplaning oder schaffst es? Keine Ahnung. Also man muss hier echt sau viel Vertrauen ins Auto haben, versuchen Vollgas zu sein. Meistens ist es so, dass es dieses Sicherheitslupfen gibt. Bei denen, die am meisten Vertrauen haben, die werden so 5% nur lupfen. Und das gibt einen riesen Vorteil, weil die weniger Vertrauen haben, die gehen dann 20, 30, 40% vom Gas. Und das ist dann direkt raus beim Ausgang hier 10 km/h Unterschied. Und du hast dann fast 3/10 gewonnen oder verloren bis zur nächsten Kurve in dieser kurzen Gerade. Also macht einen riesen Unterschied. Also hier Vertrauen im Auto einfach so entscheidend. Und das sind dann die typischen Stärken von einem Max Verstappen und einem Lewis Hamilton. Die haben dann in dem Moment dieses instinktive Vertrauen ins Auto, wo die einfach instinktiv fühlen, wo das Limit ist, obwohl du das fahrerisch nicht so wirklich fühlen kannst, weil du hast kein Übersteuern. Es liegt einfach und auf einmal macht's zack und du bist weg. Und da zu fühlen, wo dieses zack und weg ist, wo das Limit ist, sau schwierig. Das ist die große Stärke dann von den großen Regenfahrern wie Max Verstappen, Lewis Hamilton. So, hier ist man, das ist eigentlich ganz Standard. Hier wieder bremsen, kann man ein bisschen vom Gummi weg erstmal, aber dann wieder raus. Und hier ein bisschen weg vom Gummi mit zwei Reifen, dann aber reinschneiden hier, weil die nächste Kurve natürlich sofort kommt. Hier kann man Max Verstappen-Style machen und außen einfach voll bleiben, voll auf dem Pinsel, weil hier ist kein Gummi, da hat man schön Grip, gutes Gefühl. Natürlich wieder vom Curb wegbleiben, fünfter Gang wahrscheinlich. So, hier geht es wieder bergab, schwierig und null Raum für einen Fehler, weil wenn du einen kleinen Fehler machst, bist du auf dem Sand und im Reifenstapel, also sau schwierig. Speed reinnehmen, hier außen bleiben, den ganzen Weg jetzt außen bleiben, weil man beschleunigt auch auf dem Gummi, man hat keine Zeit nach innen zu gehen, weil die nächste Kurve kommt gleich schon wieder. Also auf dem Gummi, weg vom Körper bleiben, hier wieder so eine sau schwierige Kurve, man muss Vollgas eigentlich bleiben, aber es geht einfach nicht, ja? Weil das Risiko, wenn du einen kleinen Snap hast und du bist, hast du Totalschaden und Kopfschmerzen, also das Risiko ist einfach so sau hoch, dass du hier ein bisschen
bisschen lupfen musst, so ein bisschen Safety-Lupf. Und auch hier wieder, die Top-Fahrer lupfen dann halt 10% und die Fahrer, die nicht so dieses instinktive Vertrauen haben. Also hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Die ganz, ganz besonderen, besten Fahrer aller Zeiten lupfen hier 10%. Die Fahrer, normalen Superfahrer, die lupfen halt 40%. Und dann fährst du hier 5 oder 10 km langsamer durch, kommst 5 oder 10 km langsamer raus, verlierst auf der ganzen Geraden 4/10. Also da kannst du so einen Riesenunterschied hier wieder machen als Fahrer. So. Und dann hier wieder voll auf Gas, natürlich wieder den Curb vermeiden. Und hier jetzt auf der Geraden super vorsichtig, weil da sind so viele Flüsse dann. Und du musst ja trotzdem lenken die ganze Zeit und du siehst fast gar nichts im Echten. Also so schwierig, hier die richtige Linie auch zu erwischen. Du musst von den Flüssen wegbleiben, weil wenn du den Fluss erwischt, zack, bist du weg. Sau, sau schwierig. Es ist nicht ganz so einfach wie hier im Spiel, wo die Linie jetzt relativ weniger Wasser hat und das ganze Wasser nur offline ist. Das ist nicht ganz so easy im Spiel, wo im Echten, wo wirklich das Wasser überall ist. So, jetzt hier auch diese Kurve, die ist so sauschnell, aber die ist nicht so schwierig. Man kommt im achten Gang an, man downshiftet zwei Gänge, man tut einen Reifen weg vom Gummi, man vermeidet den Curb, ist okay, das ist jetzt nicht so schwierig. So, jetzt wird es interessant. Hier positioniert man sich jetzt ein bisschen nach links, damit man gleich bei 120 bremst und komplett gerade ist, damit das ganze Potenzial in die Gerade, in das gerade Verlangsamen des Autos ist. Also gerade positionieren, weg vom Gummi positionieren. Jetzt mit achten Gang, man bremst, zack, bei 120. Bremsbalance noch einen Tick vor, weil das so ein langer Bremsweg nach vorne ist und du hast hier am meisten Grip von der ganzen Strecke, auch weil du am meisten Speed hast, was du hier mitnimmst in die Bremszone. Also hast du mehr Potenzial auf der Vorderachse, kannst ein bisschen mehr nach vorne tun, die Bremse so. Und jetzt ein ganz wichtiger Trick für euch Profis, wenn man bremst hier im Regen, das Runterschalten ganz am Ende erst verlagern. Weil Runterschalten ist immer eine Störung auf der Hinterachse. Und Störungen, da verlierst du Potenzial. Weil mit Störungen kriegst du auf einmal so ein Lock-up hinten und dann zack ist das Auto weg und du musst wieder von der Bremse ein bisschen. Jede kleine Störung ist so entscheidend im Regen. Und jedes Runterschalten ist eine Mini-Mini-Störung. Es geht gar nicht, dass es perfekt ist, weil es ist ja mechanisch Eingang zum nächsten. So. Und deswegen erstmal nicht runterschalten. Voll bremsen, ganz lange im Achten bleiben und dann richtig am Ende zack, 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 alle Unterschalten in eins packen, hintereinander weg. Weil hier bist du auch viel weniger am Limit jetzt am Ende der Bremszone. Und wenn du die ganzen Runterschalten in einen packst, hast du einmal jetzt diese große Störung hinten alles zusammengepackt. Es ist aber weniger sensibel hier am Ende, weil du nicht so am Limit mehr bist. Also alles, das ganze Rundenschalten am Ende reinpacken, jetzt nach außen wieder in den Grip suchen. Es ist aber sehr kurz hier die Kurven, also kannst du dir nicht erlauben, so weite Linien zu fahren. Du musst einfach voll reinschneiden, weil hier gewinnt die Kürze der Strecke gewinnt über wo am meisten Grip ist, weil du einfach, okay, du hast innen weniger Grip, weil du hier Gummi hast, aber du bist so viel schneller, weil du einen kürzeren Weg gehst. So, jetzt hier ein bisschen wieder außen bleiben, den Grip suchen, ganz minimal und dann nach innen schneiden. Früh hochschalten, weg vom Grip, weg vom Gummi und dann Pinsel runter. Ein Hochschalten vermeiden, weil du schon im dritten Gang bist. Und das war das Ende der Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war spannend. Das waren jetzt die Geheimnisse für eine nasse Runde hier in Spa. Ganz, ganz ultra spezielle Strecke, sehr, sehr schwierig. Und jetzt geht's rein in die Hot Lap, wo ich euch auf eine trockene Runde mal mitnehme und euch zeige, wie die perfekte trockene Runde aussieht. Also los geht's. Wow, epic. Epic. Wow, beautiful. So hard. What a hard track this is. Man, this is hard.
How much? 5,800. My goodness. But guys, really, I can't compete with all of you guys who are spending so much time on here. I just did two laps now just to show you what a great lap looks like. Of course, like, it's still far away from perfection in terms of the simulator world, but in terms of real world, I mean, that really was a decent lap, so I hope you enjoyed that. Bevor wir in die Frage- und Antwort-Session reingehen, bitte beantwortet mir wie immer diese Frage: Was ist eure Lieblings-Spa-Erinnerung aller Zeiten in der Formel 1? Und wenn ihr das Top-Kommentar kriegt diese Woche, dann gibt es für euch persönlich ein cooles Überraschungsgeschenk. Also versucht es. Ich freue mich auf eure Antworten. So, und jetzt geht's los mit Frage und Antwort. Frage und Antwort-Session, es geht los. Frage 1, Luke Nepomuceno. Wieso betrachten so viele Fahrer Spa als ihre Lieblingsstrecke? Ich glaube, es ist einfach Highspeed, es ist Formel 1 pur, es ist Rennsportgeschichte und schon allein das Gefühl in Spa, in Eau Rouge, in dieser legendären Kurve da, Kurve 2, hoch den Berg, das ist der crazy. Also in der Senke, so viel G-Kräfte, die dich reindrücken ins Auto, gibt es nirgendwo auf der Welt so in der Form. Dann hoch, du fährst in den Himmel, du siehst nichts, wie ihr eben gesehen habt, während der Runde. Man sieht nichts, man sieht nicht, wo die Strecke ist. Du fährst einfach nach Erinnerung, okay, mehr oder weniger müsste das da gewesen sein, um den Curb dann richtig zu erwischen. Und dann fliegst du oben über die Kuppe, wirst ganz leicht, fliegst drüber, siehst auf einmal wieder die Strecke bei 300 oder bei 250 da hoch. Ist eine crazy Situation, ist echt mega cool. Frage 2. Lukovic, wegen Spas Topografie kann es manchmal vorkommen, dass Teile der Strecke nass sind, während andere Teile trocken sind. Ja, das ist immer die riesen Herausforderung, Regen in Spa. Und oben am Berg ist es meistens nass, komischerweise. Also da musst du halt dann immer noch in Erinnerung haben, okay, wie war das da im Nassen, welche Linien waren optimal, und dann kommst du den Berg runter in diese schnelle Passage, da ist meistens schon wieder viel trockener. Und da kommen dann auch diese trockenen Stellen auf einmal, wo dann die Strecke ganz grau wird, weil sie da trocken wird. Da musst du dich auch dann erinnern, wo sind die? Weil die musst du natürlich erwischen, weil da ist am meisten Grip. Und jede Runde ist anders, du musst wieder ein neues Limit finden. Auf einmal fährst du nicht mehr um den Gummi rum außen, sondern kannst, wenn es trockener wird, auf dem Gummi schon wieder sein. Da ist am meisten Grip dann. Komplette Linienänderung von einer Kurve zur anderen. Richtig schwierig und da trennt sich die Spreu vom Weizen. So, Frage 3. Tim the King, 98 Spa hat im Vergleich zu anderen Formel 1 Strecken den größten Höhenunterschied. Das führt zu vertikalen Kompressionen, ja, aber letztendlich vom Fahrerischen her ist das nicht so schwierig. Es ist einfach gefühlstechnisch mega cool, dass du da in dieser Senke Rouge einfach so einen Druck drauf kriegst, was du sonst normal spürst. Es ist einfach ein tolles Gefühl, tolles Erlebnis. 4. Callum Harps, inwieweit beeinflusst ein Negativ-Camber die Traktion? Negativ-Camber ist hinten auf der Hinterachse. Als Setup kann man die Hinterachse, die Reifen, gewinkelt reinstellen. In der Garage, wenn man dann den Hinterreifen anguckt, hat er so einen Winkel drauf. Und das macht man, weil in der schnellen Kurve zieht es den Reifen unten, weil da so viele Fliehkräfte sind, zieht es den Reifen und deformiert den Reifen so nach innen. Mit den Fliehkräften nach außen, ne? weil das drückt den Reifen nur nach außen und zieht es den unten. So, und dann, wenn es den Reifen gewinkelt nach innen zieht, auf einmal hast du einen ganz flachen Reifen auf der Straße, dann in der schnellen Kurve, und hast am meisten Grip, weil du am meisten Reifenfläche auf dem Boden hast. Und das ist immer sehr sensibel im Setup. Kompromiss aber ist, wenn du den Reifen so gewinkelt hast und du aus einer langsamen Kurve rauskommst und in die Traktionsphase reinkommst. Traktion habe ich ja erklärt, musst du immer versuchen, gerade zu sein, damit du maximal in die Longitudinale reinsteckst als Grippotenzial. So. Und dann hast du jetzt Winkel drauf, hast aber keine laterale Fliehkraft, also bleibt der Reifen auch einfach so. Und dadurch hast du viel weniger Reifen auf der Oberfläche, auf dem Straßenbelag. Du hast eine ganz kleine, enge Spalte hier innen und dadurch viel weniger Grip in der Traktionsphase. Und das ist ein riesen Kompromiss dann. Schnelle Ecken am meisten Grip, Traktionsphase am meisten Grip. Und deswegen muss man einfach so in der Mitte. Spa hat aber so viele schnelle Ecken, dass man eher viel Winkel drauf macht. Und das ist der Unterschied. So, Frage 5. Lol, ich verliere in der Kurve nach der Camel gerade immer meinen Heck. Total erklärlich, weil die Camelgerade ist auf dem Berg oben. Ich würde aber nicht sagen, dass die Kurve danach das Schlimmste ist, sondern eher die folgenden Kurven danach. Weil, wenn Kurve, Kurve, Kurve kommt und da keine Gerade ist, das ist, wo die Reifen am meisten überhitzen. Weil es ist auf den Geraden, dass die Reifen abkühlen mit der Geschwindigkeit, mit dem Wind. Und wenn eine Kurve nach der anderen, dann haben die Reifen keine Zeit abzukühlen. Deswegen in dieser Passage da oben auf dem Berg, da sind 5 Kurven ineinander, da werden die Reifen immer heißer. Und gerade je länger diese Passage wird, je mehr überhitzen alle Reifen vorne, hinten, und da hat man natürlich dann immer mehr Probleme. Man rutscht immer mehr, muss immer vorsichtiger fahren, weit weg vom Limit sein, weil man kann das Limit nicht so, wenn man einmal übers Limit geht, dann ist man direkt komplett im Übersteuern, verliert viel Zeit. Also da muss man echt vorsichtig sein, und das ist der Grund deswegen, weil da einfach überhitzen ist. So, dann haben wir Frage 5. Dan Butler, wie oft kommunizieren Renningenieure mit den Fahrern im Durchschnitt pro Runde?
Renningenieur und Fahrer, das ist so eine sehr enge Beziehung. Und zum Beispiel hatte ich erarbeitet mit meinem Renningenieur, dass er so ein Display hatte, wo er immer sehen konnte, wo ich bin. Virtuell so mit der Rennstrecke, mein Punkt, wo ich bin. Und wir hatten vereinbart, er redet mit mir nur auf den längsten Geraden. Also er war dann auf dem Knopf, hat gewartet, okay, Nico startet jetzt die lange Gerade. Jetzt kann ich mit ihm reden, ganz kurz. Somit hat er mich dann am wenigsten gestört. Viele Ingenieure und Fahrer haben das aber noch nicht erarbeitet. Und der Ingenieur redet dann einfach, egal wann, dahin. Und das ist dann voll nervig. Also das sind so Details, wo man dann immer noch einen Vorteil rausholen kann. So, Zusatzfrage noch. Frage 7. Challas, was geht einem durch den Kopf, wenn man im Hinterspiegel ein rasendes Auto sieht? Als Schlimmstes ist, wenn im Hinterspiegel Max Verstappen ist, weil der wird immer versuchen, egal wie. Und das ist immer ein Riesenrisiko dann. Und daher, aber stark, was er sich für einen Ruf erarbeitet hat. Weil dann, wenn man vorausfährt, ist man auch immer ein bisschen vorsichtiger. Und wenn der reinsticht, weiß man, okay, aus dem Weg oder es kracht und dann geht man halt aus dem Weg. Also das hat er schon stark gemacht. Also es ist immer sehr stressig dann, wenn ein Auto hinter einem ist, weil man kann sich halt keinen kleinen Fehler erlauben. Und das macht es halt so spannend. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte subscribe, weil wie ihr wisst, so ein Video kommt jeden Freitag bei der Formel 1 nächste Wochenende in Monza. Subscribe, damit ihr das Video nicht verpasst. Für Monza ist natürlich auch wieder eine historische Strecke. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und nicht vergessen, kommentiert über das Video, was ist eure Lieblingserinnerung vom Spa Grand Prix, historisch, egal welches Jahr. Eure Lieblingserinnerung möchte ich jetzt wissen. Wenn ihr das Top-Kommentar bekommt, dann gebe ich euch ein Überraschungsgeschenk, werde ich euch schicken. Meine Lieblingserinnerung ist Michael Schumacher gegen Häkkinen. Häkkinen überholt so bei dem überrundeten Innen, das Überholmanöver des Jahrhunderts. Mega crazy, ich war ja auch großer Häkkinen-Fan, also das war für mich das Schönste. Also danke fürs Zuschauen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.